Ja, grüß euch, meine Sportsfreunde, hier bei TV Plauze. Plauze ist am Start für euch, auch in der Corona-Krisenzeit. Draußen ist abgefuckte Stimmung, traurig, tote Hose. Und im Plauze ist am Herz auch ziemlich logische Situation. Nicht dobro aus Jutschai. Sasto, warum? Hier, Magdalena, Heide, weg. Idemo. Problem, weil die Frau mir immer noch im Kopf hängt, in der Platte hängt und ich sie einfach nicht vergesse. Meine Sportsfreunde, nennt mir doch mal ein paar Tipps, wie man Frauen aus dem Kopf bekommt oder Liebeskummer los wird, weil ich ziehe heute Morgen hier diesen Pullover an und dann fliegt mir so ein rotes Haar von der Hand. Daraus denke ich mir, Scheiße, die ist schon 2 Wochen, 2,5 Wochen weg und trotzdem fickt das noch meinen Kopf. Und ich so viel nachgedacht jetzt und ich bin auch ein anderer Mensch geworden, weil ich viel ernsthafter und überlegter jetzt über Sachen nachdenke. Bei uns war es Herzensangelegenheit. Wir sind aus zwei verschiedenen Kulturen und zwei verschiedene Sprachen. Die kroatische und die deutsche Kultur sind grundverschieden. Die Kroaten sind Familienmenschen. Ja? Da siehst du nicht so, dass irgendwelche so Assi-Familien wie auf RTL die Kinder vernachlässigen. Nein, das sind die Kinder aus Gold, Mann. Und das habe ich dort auch gesehen. Und die Familie ist Nummer 1 in Kroatien. Und die sind gastfreundlich und trinken in Slivovice und laden dich zum Essen ein. Sie sind misstrauisch auch, aber das ist zu Recht. Ja. Die Kroaten sind ein spezielles Volk. Ja. Das sind harte Menschen, ja. Hart Menschen, aber wenn du ihr Herz erobert hast, werden sie ganz warm. Ja. Und ich mit meiner deutschen Mentalität habe jetzt ein paar Sachen gelernt. Ja. Wir hatten Kommunikationsprobleme. Ja. Und sie, was sich jetzt rauskristallisiert hat, hat sich eine Familie gewünscht, ja, und ein deutscher Mann denkt sich, ah ja, die Frau redet dann mit einem offen darüber. Nee, eine kroatische Frau will oder eine Frau vom Balkan will, dass der Mann die Initiative ergreift und sagt, hier, so sieht's aus, Schatz, ich liebe dich, wir sind jetzt 8 Monate zusammen und ich will ein Kind mit dir. Und da sagt ihr auch, Zeit spielt keine Rolle, es kann niemals zu früh sein, weil wenn du dich sympathisch findest, wenn du dich liebst, dann ist die Zeit für ein Kind und dann muss der Mann die Initiative ergreifen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe zwar immer gefragt, darf ich rein so, ja, aber ihr hat dann die Absicherung gefehlt, weil ich immer nur Gelegenheitsjobs habe und Probleme mit der Lunge. Das hat sie aber nie so angesprochen. Sie hat mich praktisch getestet und das war ihr Ding, ja. Was sie nicht hätte machen dürfen, sie hätte nicht einfach gehen dürfen, sie hätte mir ins Gesicht sagen müssen. Aber da war am Ende war dann das Fass übergelaufen wegen dem Streit und es war dann zu viel für sie und sie ist gegangen. Ich will das jetzt auch nicht rechtfertigen, ich finde es immer noch scheiße, aber ich habe sie jetzt ein bisschen besser verstanden, ja. Und kroatische Frauen wollen, dass die Männer einen ersten Schritt machen mit Kinder und mit Hochzeit auch, also Absicherung. Und das habe ich gar nicht dran gedacht. Ich war mir zu sicher. Wenn man sich zu sicher ist, dann hat man den unsichersten und wundesten Punkt erreicht. Weil dann passieren Sachen aus dem Nichts, wo man überhaupt nicht mitrechnet und extrem ins Messer läuft und extrem verletzt wird. Ja? Ich war davon ausgegangen, dass wir gemeinsame Zukunft haben. Und meine Priorität war erstmal gesund werden. Und ihre Priorität war, was sie offen gesagt hat, mit Arbeit. Aber was in ihrem Kopf die ganze Zeit war, in ihrem Herz, war Familie. Und das hat sie nie so gesagt. Das hat sie immer von mir erwartet, dass ich den ersten Schritt gehe, um sicher zu sein. Und ich sage dir jetzt, Magda, uwiek volim te, trebam tvoje ljubav. Und želim familija i djeca. Sa tvoje. Und ich will mit dir zusammenleben, Mann, weil ich will nicht die ganze Zeit wegschmeißen, die wir zusammen hatten. Und es fickt einfach extrem meinen Kopf im Moment. Und ich habe keinen Kopf für andere Frauen, ich kann mich auch nicht ablenken oder so, sondern den ganzen Tag dreht sich der Schädel um sie. Und ist abtören, ist asozial, was soll ich tun, was soll ich machen? Ja, ich habe die Frau, ich liebe die Frau. Und wir beide haben Fehler gemacht, wir beide haben aneinander vorbeigeredet. Ich hätte mehr auf ihre Bedürfnisse eingehen müssen und sie hätte mit mir mehr Klartext reden müssen. Aber das sind halt die Unterschiede der Kultur. Und am Ende hat es gekracht und sie ist gegangen. Ja. Und ich war mir sicher, dass sie erstmal mich unterstützt mit Krankenhaus. Und jetzt ist alles weggebrochen. Jetzt kann ich auch nicht ins Krankenhaus, will ich auch nicht ins Krankenhaus wegen dem scheiß Corona. Ja. Und ja, Gott beschütze mich, Mann, dass meine Gesundheit einigermaßen bleibt, dass ich mein Ziel erreiche und sie noch mal zu sehen bekommen in München. Wie dem München, Moi Magdalena. Und dann, Sastanak, machen wir ein Treffen aus. Und so Gott will, finden wir wieder zusammen, weil ich weiß, dass unsere Herzen vereint sind. Und bis dahin, zieht euch rein, wie es weitergeht.
auf dem Kanal aus Darmstadt, TV Plauze. Haut rein, macht's gut, schönen Samstag.